herzlich willkommen zum Zweikampf-Sofa und Dungeons nicht eins, nicht zwei, sondern drei. Richtig. Also wir haben Feinde im Dungeon, also wir sind auf einer Map getrennt unterwegs, können gleiche Sachen befehligen. Es ist irgendwie alles seltsam. Ja, also, es ist wirklich seltsam, ja, das stimmt. Ja, und jetzt muss ich mal aufhören hier zu bauen, weil ich habe nämlich ein bisschen Besuch im Dungeon bekommen. Ich muss dir diesen Typen mal schnappen. Ich habe Leute, denen es gar nicht gut geht. Die sind alle so gut wie tot hier und soll eigentlich jetzt hier kämpfen. Aber ich schicke sie in den Tod. Ich bin ja ein Böser. Ne? Ja, ich soll ja, sie ja, ja. Flup, flup. Schnetzel, Metzel. Oha. Der Krieger haut ja meine kleinen Orks ja hier richtig schnell um. Ich kann nichts Neues bauen. So. Und der Typ ist... Jetzt tot. Der kleine Ort des Guten war zerstört und in einen Hort der Bösartigkeit verwandelt worden. Oh. Ah. Risse bildeten sich an der Oberfläche und aus dem Innern drang etwas erraten. Böses nach oben. Juhu. Diese Bösartigkeit in praktischer Kugelform war der süße Lebenssaft, der durch die Adern des personifizierten Bösen waberte. Ah. Er stimulierte die Armeen des Bösen und ließ dessen Macht anschwellen. Abseits von diesem hochtrabenden Blabla ohne jegliche Auswirkungen im Spiel war es eine weitere Ressource, die hauptsächlich oder ausschließlich für mächtigere Forschungen genutzt wurde. Speicher, und das auch noch automatisch. Köstliche Bösartigkeit ich floss bin in die das Königin Herz des Dungeons Bösen und erfüllte es mit Macht. Neue Forschungen waren damit zugänglich, die dem Dungeon zu noch immenserer Stärke verhelfen würden. Sofort machte sich das ungeduldige Böse daran, etwas zu erforschen. Richtig, das würde ich gerne mal jetzt mal machen. Und zwar, ich gehe auf das Forschungsmenü und kann nichts Großartiges erforschen. Ah ja, die Nager, du wolltest eine Heilerin haben, hast du gesagt, ne? Ja, ich brauche eine Heilerin. Also, wie viel wir haben? 200 irgendwas. Erforschen. Habe ich das geklickt oder nicht? Ja. Das fortschrittssüchtige Böse hatte eine neue Forschung freigeschaltet und machte sich ohne größere Umschweife daran, diese auszuprobieren. So, soll ich weitergehen? Schickst du mir neue? Wie machen wir das? Was so. Die Währung sagt ja, ich habe jetzt, wie viel von dem Ring Währung haben wir noch? Von den Ringen Währung? Also die dritte Währung ist es ja. Muss ich aufheben, auch noch aktiv, ja? Also, das weiß ich nicht. Also, wie viel wir davon noch haben? Wir haben ja 195 jetzt. Ich könnte jetzt die Anzahl der Krieger noch erhöhen. Möchtest du das tun? Dann verballere ich ja, das. Klar. Also, Forschung verbessern. Einmal noch. So. Ich hoffe, die Naga kostet kein Geld. Jetzt gehe ich mal auf die Kreaturen und kann eine Naga bauen. Das kostet mich nur Geld. Ich baue mal zwei Heilerinnen und ein paar Orks, okay? Sehr gut. Zwei. Okay, das ist auch schon wieder das Maximum erreicht. Jetzt kommen die Nager haben ein ganz tolles Haus. Übrigens, sie haben so einen kleinen so ein Sofa. Sieht sehr geil aus. Lagerplätze 4 von 4 von 4, okay, das verstehe ich auch. Ja, cool. Ich bin Okay. Was denn? Die haben ein großes Geschütz aufgebaut. Geile Sache, Parker. Aber ich habe sie platt gemacht. Ich habe einen Krieger, einen toten Krieger. Was mache ich mit toten Kriegern? Wiederbeleben? Ja, geil. Wie? Kann ich irgendwie den Blutgott opfern? Nee. Ich kann sie, ich lager sie mal dem Heiltrank. Vielleicht färbt das ja ab. Ich vermute mal, dass die Toten vielleicht sogar die Anzahl der Einheiten begrenzen. Das wäre ja erschreckend, wäre das ja. Wenn das so wäre. Oh. So, hier Goose haben wir nur davon. Ach, na, genug, okay. Dann baue ich mal das Lager noch ein bisschen aus, weil ich kann ja bedeuten, das könnte bedeuten, dass wir noch ein bisschen mehr Leute bekommen hier. So. Schwupps.
Hei, die Oberfläche ist voll mit Menschen und ich kann sie alle platt machen. Ich bin begeistert. Aber will ich sie auch platt machen, ist die Ist das Frage. nicht das Wirtshaus zum torkelnden Pony gewesen? Bei der Göttin, da werde ich heute wohl keinen Schweinebraten mehr bekommen. Und dann sollst du hier wieder durchgehen. Nee. Hier und da nicht. Also da, wo die Ausrufungszeichen sind, da ist doch kein Feinde sind in Wachturm. den Dungeon eingedrungen. Ganz ehrlich. Aha. Schlafen müssten meine Leute auch schon wieder. Die sind echt platt. Ich kann's nicht ändern. Ich kann's nicht ändern. Ah, nee, halt mal, soll ich hier lang, da lang, da lang? So, da ist wieder so ein Ding. Also ich stehe vor Das will einem, ich was ich wieder haben. kaputt machen kann, sind vier Gegner. Ich So. probiere es gegen vier Gegner. Das ist ein Schütze, der wieder großartig was Böses aufbaut. Oi, 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 Ich hab oi, die oi, macht mir verbaut, Angst. Scheiße. Ach nee, so wollte ich das haben, richtig. Komm, mach sie platt, mach sie platt, mach sie platt. Du kannst es, ich weiß es. So, ich brauche mal schnell meine Einheiten hier. Du hast die Nagas gar nicht mitgenommen, ist das schon mal aufgefallen? Ich müsste ja wieder in den Dungeon kommen oder du müsstest sie einfach zum Ausgang setzen, dann könnte ich sie übernehmen. Diese Ja. ist Zweite Insel des unaufhaltbar. Guten wurde von den Horden des Okay. strategisch versierten Bösen gnadenlos überrannt und in eine Bösartigkeitsinsel verwandelt. Schon bald würde hier weitere exquisite Bösartigkeit an die Oberfläche tropfen. Ausgezeichnet, ein herrliches Sprachbild. Es tropft aufwärts. Da muss man erst mal drauf kommen. Noch besser als in Dungeons 2, für das ich an dieser Stelle natürlich keineswegs Schleichwerbung machen möchte. Nein, nein. Ebenso wenig wie für sein grandioses Add-on würde ich nie tun. Ja, geil. Also, witzig ist das ja schon. Der Typ ist schon richtig geil. Also der Sprecher. Und ich muss ja sagen, die Sprecher habe ich bisher nie gehört bei anderen Games oder so. Was? Echt nicht? Nee. Also. Also ich muss die Leute schlafen legen hier, die paar, die ich noch habe, die sind kurz vorm Verrecken. Das geht Du, sonst noch dann nimm nicht, auch mal ganz eine ehrlich. Naga mit. Was heißt denn davon? Was, ich will mal eine Ja, Naga erstmal und muss ich schmeiß. zurückkommen. Also passiert erstmal nichts, weißt du? Verstehst du? Weißt du? Ich kann mal den Naga Verstehst du? zu dir schicken. Ja, aber ich brauche auch Soldaten, Ausgeruhte. Und die ich habe, will ich nicht Ich habe mehr. eine Frage. Auf Verstehst du? der Karte, ja, da siehst du jetzt so ein komisches Buchsymbol und oben auch immer so grüne Punkte. Hast du bei den Maps, wo, also die Sachen, die du aufgedeckt hast, hast du da echte Leute hinterlassen? Nein, Zurück? da sind die sprudelnden Fountains. Fountains, genau. Und da kannst du dich nicht heilen dran. Ne, nein, das ist nur anscheinend die Währung. Heilen tue ich mich da irgendwie nicht, ne. Okay, gut, dann brauchst Und du die hier stehen Na. auch noch wieder Gegner, wie ich es gesehen habe. Oh Ja, oh. genau. Du brauchst mal echt diese Nagas hier. Die müssen wir mitnehmen. Hast du denn überhaupt einen Naga schon am Tor abgesetzt, sozusagen? Es ist Zahltag. Nee, hier Nö, ist keiner. kann ich machen. Moment. Ich muss ihn nur wieder einen finden. Nämlich den. Und ein paar Soldaten brauche ich auch, also. Eine Achievement. Das bötartigste Böse habe ich hier. Das tue ich mal hier rein, ja? So, da ist. Draußen sind sie schon mal. Wäre deine Aufgabe, sie zu bewegen. In meinem Spiel irgendwie nicht. Ich sehe niemanden. Übrigens sehr geil. Alle Ach, Leichen. sie hängen in der Grafik. Oh, geil. Alle Leichen sind tatsächlich bleiben grau auf der Karte übrig. Also man sieht Du tatsächlich hast mir Leichen. drei Leute geschickt, ist das richtig? Ja, ich glaube drei waren es, ja. Okay. Mal kurz gucken, was habe ich jetzt hier noch hier liegen? Ich habe hier noch ein Ork rumliegen. So einen komischen Goblin und eine Naga, glaube ich, habe ich hier. Also ich habe also eigentlich eine Basismannschaft habe ich hier. So, Eine meine Goll. Basismannschaft, du Eine bist ja witzig. Basismannschaft, ja. Das machen wir mal weg hier. Das geht gar nicht weg, oder was? Warum nicht? So, das ist normaler Felsen. Ach so. Ihr lässt mich das nicht abbauen? Ihr Drecksäcke.
Sie haben Soldaten am Arsch, wie geil. Geil, die sind einen anderen Weg gegangen, als ich dachte, dass sie ihn nehmen. Und jetzt muss ich sie Verstärkung zukommen lassen, weil genau, weil... Rette sie! Geile Sache, ey. So, Ja, leider habe ich noch keine einzige Falle bauen können. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Autsch! Und das werfe ich hier mal rein. Meine Vorräte sind Maximum. Der Nager ist schon platt. Na toll. Dann bauen wir gleich einen neuen. Kostet mir nix. Neue Nager bitte. Und noch ein Ork. Und die Nager, die Nager nehme ich mal mit und schmeiße sie wieder raus, ne? Nager draußen. Nager draußen. Lass sie nicht kaputt gehen. Weil die Nager sollte ja eigentlich jetzt deine Leute heilen und das hoffentlich auf eine gute Art und Weise. Die hängen in der Grafik fest, das ist leider ganz schräg. Das ist doof, muss ich gestehen mal eben. Wo sind meine anderen Jungs jetzt hin? Du hast eine Map, da sind die grünen Punkte drin zu sehen. Denk dran an die Schnellsammelfunktion, vielleicht geht das dann auch so ein bisschen fixer. Was gibt es? Achso, das geht glaube ich nur im Dungeon. Ich kann die nicht nehmen, ich kann die mit der Hand nur im Dungeon nehmen. Ja. Wie unangenehm. Richtig. Du solltest dahin. Achso. Nein, der Typ. Interessiert ihn aber gerade wieder nicht. Interessiert ihn eine Böhnchen? Das habe ich noch nicht raus, wie ich dem jetzt dem einen da sage, du blöder Sack. Und nein, nicht rausgehen. Du einer. So, ich kann dahin. Auch nichts erforschen. Dahin. Wir sind hier, glaube ich, ein bisschen... Und du auch. Obwohl, ich könnte mal die Einheiten verbessern. Was hältst du davon? So, bewegt ihr euch jetzt? Ja, Einheiten verbessern ist immer gut. Mein Gott. Und ich erweitere das Baumaximum auf das Fastmaximum. Und dann baue ich nochmal ein bisschen einen neuen Lagerplatz. Weiß geht. Ups. So, heilt die Nager jetzt automatisch? Ja, oder das macht die alles automatisch. Das ist eine Auto-Healerin. Das macht die auch ziemlich gut übrigens. So. Wenn du mal wieder in den Dungeon zurückkehren solltest, gibt es hier ohne Ende neue Soldaten. Das Böse wird ziehen. Ich muss ja erst noch einen Ort des Guten finden und den kaputt hauen. Du hast noch übrigens keine einzigen Wachgebäude kaputt gekloppt. Nee, ich weiß. Und du hast ein Buch irgendwo liegen lassen, glaube ich. Und auf der Karte sehe ich ein Buchsymbol und einen Heiltrank sehe ich auch noch da. Ja, den Heiltrank wollte er irgendwie nicht nehmen. Frag mich nicht. Was ist eigentlich, wenn ich auch auf die Karte... Ich gehe auch mal auf die Karte. Ganz unten rechts. Ich gehe mal auf die Karte. Natürlich warst du da schon, Schatzbold. Hä? Nein. Ich bin ganz unten auf der Karte und scroll da lang. Da ist nichts. Es ist auch alles grau, weil du da nicht stehst. Deine Figuren sind ja nicht da. Du verstehst? Ja, aber ich... Ja, aber... Ja. Dann würde ich doch wohl so ein Buch sehen, oder? Ich sehe da eins. Siehst du das Symbol hier auf der Karte? Das Symbol, aber ich sehe kein Buch auf... Das wenn ist du darauf guckst. Das ist der Ort, wo wir gestartet sind. Ah. Das ist diese Grube, die zusammengefallen ist. You know so, what I mean? Wo wäre noch so ein Ort des Guten? Ich sag mal hier. Hört sich gut an. Maxi platt. Keine Ahnung. So, ich kann auch wirklich nichts mehr forschen. Oder auch nicht. Ich gehe mal... Zahltag. Ach, Gottes Willen. Oh, Gegner. Cool. Autsch. So, ich kann noch mehr Kreaturen bauen. Eine. Toll. Na gut. Warum auch nicht? Besser ein als war kein. Vielleicht nicht ganz so schlau von mir, die... Nager hinzuschicken. Mach den doch mal platt da, du blöder Sack. Warum...
Danke. Bitte. Ich habe nur noch drei Mokels hier, ey. Soll ich dir welche auf dem geben? Ja, ja, immer auf den Weg schicken. Okay, ich muss erst die Novizen und Fernkämpfer einmal platt machen, da muss ich mir merken. Und dann die Nahkämpfer, die machen am wenigsten Schaden. Also, stimmt nicht so ganz, aber ja. Kann man besiegen. Kann man machen, muss man nicht. So, hier ist einer. Der haut ab, der Wächter da. Nee, ich will mit zwei Leuten eine und meiner Person. Behalten, ja. Das ist ja doof. Okay. Hey, hast du mir welche auf den Weg geschickt? Nein, ich muss das nochmal neu. Selektieren ist jetzt ein bisschen kritisch, ne? Also, ich erkenne deine die Schwachstelle, dass es ein bisschen komplizierter ist, die richtigen Einheiten zu selektieren. Ah, also, du kriegst jetzt einen Haufen Orks, ein paar Goblins und eine Naga kriegst du jetzt. Und kümmere dich drum. So, ich verhaue jetzt ein paar Zwerge hier. Hey. Hallo? Dieses alle markieren ist echt irgendwie... Fups. Uah. Wie geht das denn auf der Oberwelt? Ja, so wie unten auch. Nur einfach nur anklicken, meinst du? Indem du die Taste einfach... Nee, die Taste lange gedrückt hältst. Welche Taste? Ja, die Taste zum Selektieren des Einzelnen kannst du auch lange gedrückt halten, dann hast du so einen riesen Kreis, der sich auf. Kannst du sagen, welche Taste das ist? Muss ich das jetzt tun? Na, einfach weil nur sagen. Ich würde es gerne ausprobieren, während ich es sage, weil ich es nicht genau im Kopf weiß. Ich mache es einfach. Aber okay. Es gerade jetzt so schön. Jetzt finde ich heraus, warum du das nicht sagst, weil du es nicht weißt. Ich weiß das schon, aber ich will es halt genau sagen. Wo sind sie ehrlich, Bei mir ruckelt es gerade wie Sau. Das ja, ist, ja, bei mir auch gerade. Kann ich das Spiel eigentlich manuell speichern? Nee, kann ich nicht. Kannst du das manuell speichern? So also du drückst die X-Taste einfach länger, dann geht so ein Kreis auf. Ja, das geht bei mir nicht. Nee, in der Unterwelt machst du es ja, indem du einfach dieses Sammeln da als Befehl gibst. Ah ja, okay, aber vielleicht will ich ja nur die Leute gerade haben, die jetzt gerade da zu sehen sind. Aber du hast schon recht, auf der Oberwelt macht es mehr Sinn, wenn man die jetzt noch nicht irgendwie selektiert. Ja. Wir machen ja, mal... Gegner. Ich guck einfach mal, was der Snox macht. Ich mich einfach hinscrollen. Okay. Ja, der Naga ist gut. Naga kann ich... zwei gebrauchen. Ja. Klar. Also ein Nager lasse ich aber im Dungeon, weil die heilen nämlich wunderbar Leute, die sich ins Bett legen, dann nämlich ganz automatisch. Speichern! So. Du hast wahrscheinlich drei Orte des Guten zermüppelt. Nein, ein Wachgebäude habe ich jetzt mal platt endlich gemacht. Wobei, ganz ehrlich, es sieht für mich nicht nach einem Wachgebäude aus, aber... Na super. So, ich schau mal, ich könnte noch mal eine Einheit, ich könnte Einheiten verbessern, was hältst du davon? Hui, spannend, ich weiß nicht, was ich bauen soll. Es ist Zahltag. Wie wär's, wenn ich die Tante verbessere? Oder noch Einheiten? Ach komm, Einheiten. Einheiten kostet mich ja nichts. Ha. Wie sieht so ein Ort des Guten aus? Ganz ehrlich, ich bin mir da jetzt... Was ist das? Ich probiere mal einfach was. Mutig. Mutig wie du bist, springst du in den Ventilator. Ich habe gerade festgestellt, dass in unserem Dungeon die unlimited Gold-Reserven tatsächlich nicht abgebaut worden sind. Die Armee des Bösen? Hier? Verdammter Mist. Wie ist denn das passiert? Wird wohl Zeit, die schweren Geschütze aufzufahren. Los, Männer, bereit machen, das hört um sich nie Welle an. Für Welle anzugreifen. Entschuldigung, Sir. Wäre es nicht sinnvoller, wenn wir alle auf einmal angreifen würden? Tö, wo bleibt da der Spaß? Welle für Welle. Das ist eine Strategie mit Brusthaar. Dank der minderen taktischen Finesse des Gegners war dessen Vernichtung quasi alternativlos. Es war also bereits Zeit, für die Siegesfeier zu dekorieren, Bier zu besorgen und orkische Tänzerinnen anzuheuern. Na gut, orkische eher nicht. Mich schaudert bei dieser Vorstellung. Mit denen werden wir spielend fertig.
Überlasst sie mir. Also ich meine, haltet sie auf und steckt ihre Schläge ein, während ich sie mir vornehme. Was? Du hast neue Einheiten bekommen. Denn die Laberei da, wa? Sind die wieder an the, okay. an the Basis, genau, ja. So. Ja, die muss ich jetzt wieder. Sind die schon? Sind das die richtigen hier? Ja, ich hoffe. Ja, kann ich. Ich hoffe. So, und ihr sollt zu denen hier gehen. So. Ich glaube, mehr Baum macht keinen Sinn. Ah, da kommen natürlich Gegner. Ich. Scheiße, jetzt. Macht sie platt, bitte, 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 bitte. Vergiss deine anderen Einheiten nicht, die stehen da drum rum. Du hast einen zu einem Haus vergessen. Ich habe alle selektiert da, das gibt's doch gar nicht. Was muss man denn da machen? Aber sie stehen noch drum rum. Ich wollte darauf hinweisen. Ich schau mir nur mal den Weg. Da hängt einer in der Grafik fest, der bewegt sich einfach nicht. Ja, jetzt, auf meiner Karte bewegt er sich jetzt, ja. Echt? Bei mir nicht. Ja. Er ist jetzt zusammengelegt, aber die ganze Gruppe bewegt sich noch nicht. Die steht da nur drum rum. Ja, die haben gekämpft. Die bestehen nicht drum rum, sondern die haben gerade gekämpft, weil ich wollte die zu der anderen Gruppe schicken. Aber da kamen natürlich Soldaten am Weg. Du hast eine Einheit liegen gelassen. Das ist der bei mir in der Grafik festhängt. Der steht in der Tür. Ich kann ihn nicht. Ich kann damit nichts machen. Der hängt, ich sehe seinen Kopf. Ja. Ich kann ihn auch nicht anklicken. Ich kriege ihn da nicht raus. Jetzt, er hängt fest. Er bewegt sich, er läuft, aber er hängt fest. Da. Ja, er rennt nach Hause, ne? Das ist witzig, ey. Nee, er steht bei mir wirklich, er hängt seinen Kopf durch die Tür. Und er bewegt sich auch nicht. Also wenn ich ihn selektiere und sage, beweg deinen fetten Hintern irgendwo hin, also das kümmert ihn. Bei mir heißt der Jixkeen, heißt der Typ. Ich kann nicht mal einen Namen sehen, da steht nichts. Ja, bei mir bewegt er sich jetzt, Jixkeen. Nee, in der Tür, er hängt fest, in der Grafik. Das wird nix. Der Typ ist leider zum Abschreiben. Kannst du den killen irgendwie? Also bei mir bewegt er sich ja. Also ich kann ihn ja bewegen. Ja, dann bewegst du ihn zu meiner Gruppe. Aber durch. Wenn ich dich wiederfinde. Ah, da oben. Der bunte Klotz. Haufen von gemischten. Wieso ist eigentlich die Naga halb tot? Ja, ich frag mich das auch. Ah, jetzt kann sie mal geheilt werden. Jetzt wird der Typ auch geheilt. Er ist bei dir angekommen übrigens. Aber die Naga heilt sich nicht. Naga können sich nicht gegenseitig. Angekommen? Nee, der Strahl geht in meiner Grafik quer über die ganze Map bis zur Tür. Na gut. Viel Spaß damit. Also ich bin nicht dabei. Definitiv nicht. Genau. Wir haben ein Problem mit der Mannschaft. Das ist gut. Mit der Band. Ja, super. Deutlich. Und die Naga ist ziemlich platt gerade. Ich kann ja erkennen, wann mal einer drauf geht, dann wird nämlich mal Platz hier mal frei. Also im Basiscamp, dann wird immer Platz frei, wenn einer drauf geht. Wenn ich die Fernkämpfer zuerst kille, geht's einigermaßen. Natürlich. So, mach das Zelt platt, das ist mein Platz hier. Komm, mach das Zelt weg da. Speichern. Jawohl. Du hast übrigens wieder ein paar Einheiten liegen lassen. In meiner Grafik. Nee. Also auf meiner Map steht immer noch einer rum. Ja, das ist wahrscheinlich der bei mir in der Tür hängt. Den Moment, ich gehe da mal hin. Wo ist er? Ja, das ist immer noch der gleiche, ja. Mhm. So, weiter hier raus würde ich jetzt erstmal nicht gehen wollen, weil das ist ja... Wieso? Oder ist das ein Ort der Macht hier? Keine Ahnung, ich gucke einmal. Ah ja. Da ist noch Zauber, ja, ich sehe sie auch. Cool, man kann natürlich jetzt, dadurch, dass die Karte links Oberwelt und rechts die Unterwelt zeigt, kann man eigentlich beide Maps gut im Blick halten. Wir haben den letzten Ort des Guten erobert. Hey. Das Gute ist quasi besiegt. Gut, dass ich die Seiten gewechselt habe. In der Tat hatte das geifernde Böse alle Bösartigkeit in diesen Landen für sich beansprucht. Damit würde es ein Spaziergang werden, die restlichen Lager einzunehmen.
So einfach wie einem Kind den Lolli zu entwenden. Einem Kind den Lolli? Von wegen einfach. Habt ihr das schon mal versucht? Die schreien und weinen und holen ihre Eltern und ihre restliche Familie als Verstärkung. Außerdem können diese kleinen Biester verdammt feste zubeißen. Nicht, dass ich da irgendwelche persönliche Erfahrung hätte. Ich habe darüber gelesen. Das ultimative, chaotische, absolute, was auch immer böse, wird zufrieden sein. Ich bin es. Vater wird außer sich sein. Weißt du wirklich, was du da tust? Du wolltest doch gut werden. Du hattest dich dem Licht verschrieben. Geh in dich und überdenke deine Taten. Kannst du bitte mit diesem Gollum-Ding aufhören? Wir hatten schon in den letzten beiden Spielen zu viele Herr-der-Ringe-Gags. Das ist jetzt echt mal durch. Eben. Halt die Klappe, gutes Ich. Ach, toll. Die Lager haben sich geheilt. Hurra! Juhu! Sehr den Fernkämpfer, Leute. Leute, den Fernkämpfer, genau. Sehr geil. Den muss ich immer extra selektieren, dann geht das. Und jetzt die Einzelkämpfer. Komm, hau drauf, hau drauf. Muss ich auch mal kämpfen hier? Jetzt kommt nämlich wieder Besuch von draußen. Brauche ich was, kommt von draußen rein. Und wo ist er? Der wird hier vorbeilatschen. Dann tue ich das mal hier. So, hier liegt ein Buch rum, aber das, wie nehme ich das? Gar nicht. Kannst du mal wie Einheiten selektieren, du machst das. Einfach anklicken und dann hast du es in der Hand. Ach, hier macht Bonus das Spitze. Für kritischen Treffer. Verbessert die Chance für einen kritischen Treffer. Genau. Aber wem, wie gebe ich das an? Ich werde das Land vernichten. Das hast du doch vorhin auch hingekriegt. Es ist Zahltag. Ja, da hatte ich die Hand, die habe ich jetzt hier nicht. Ach so, okay. Aber du kannst doch Leute anklicken und dran rumspielen. Ja, spiel doch mal an deinen Menschen dann rum. Ich glaube, jetzt hat einer das Buch genommen, irgendwie so. Spontan. Thanos muss sterben. Klick mir den Klick. Da steht wieder einer, sehe ich doch so schon. Komm her. Und ab. So. Na komm, mach einen Knopf. Ja, das ist toll. Einer baut unten, einer baut oben. Ich meine, so geht aber auch ganz grob, ganz eigentlich ganz klasse. Einer ist halt für den Aufbau zuständig. So scheiße, wie ich auch aufbaue hier. Und der andere Metzel halt oben verheizt die Ressourcen, die ich hier mühsam aus dem muss Berg ein bisschen klaue. Warten, einer der kleinen Goblins ist ein bisschen geschädigt. Das tut mir leid. Geschädigt? Was ist das? Oh, jetzt kommt ein stärkerer Mokus hier. Na. Krieger. Na, komm. Oh. Einer mit Schild. Das finde ich gar nicht gut. Tja, ich kann ja auch nichts anderes bauen, als das, was ich schon bauen kann. Tut mir leid. Aber ich gucke ja mal wieder... Also, mach doch mal den Krieger platt. Muss ich euch jedem Bescheid sagen, was ihr da machen müsst? Ja, genau. Jetzt machen wir das Zelt da weg. Das müsste eigentlich der letzte große sein. Tristram ist verwüstet. Talia und die Armee des zerstörungswütigen Bösen hatten es geschafft. Und Tristram... und alles Umliegende vernichtet. Das Gute hatte in diesem Landstrich aufgehört zu existieren. Hey, was zur Hölle ist denn hier passiert? Offensichtlich waren doch nicht alle Guten besiegt. Grimli, der Zwergenkönig und alte Saufkumpan von Thanos, dem Paladin, bereiste gerade mit seiner exorbitant großen Armee die Lande, um nach dem Rechten zu sehen. Gott sei Dank hatte das vorausschauende Böse für diesen Fall vorgesorgt. Das Dungeon-Herz hatte sich mit Bösartigkeit aufgeladen und genügend Energie, um als Teleporter zu fungieren. Also für Talia, versteht sich. Nicht für die Mannschaft. Nicht doch. Macht's gut, ihr tapferen Krieger, und haltet sie auf. Flup. Ich bin dann mal weg. Mit einem löste sich Talia auf und verschwand zu einem weit entfernten und sicheren Ort.
Die restlichen Kreaturen des opferbereiten Bösen schauten verdutzt, als ihre Generalin sich aus dem Staub machte. Aber nur kurz, denn schon sahen sie sich einer unerfreulichen Streitmacht des Guten gegenüber. Was war das verdammte Spitzohr? Ich habe Thanos immer gewarnt, dass man den elenden Dunkelelfen nicht trauen darf. Alles Verbrecher. Aber jetzt ist damit endgültig Schluss. Ich werde das durchtriebene Mädel finden und ihre Ohren als verdammte Lesezeichen benutzen. Yeah! Uha! Oh Gott, also das geht bestimmt irgendwie auch anders und schneller. Und das war aber jetzt für unser Blindspiel noch dann gar nicht so schlecht. Unsere 1 Stunde 43 Hüstel. Lol. Oh Gott. Ja, aber ich würde mal sagen, wir haben es geschafft. Also insofern Hurra. Ja, hurra. Ich weiß nicht, was da jetzt und im nächsten, wahrscheinlich fängt man wieder bei Null an, oder? Wie läuft das? Ich glaube, du musst dann immer noch mehr, also du wirst dann noch mehr unten zu tun haben und noch mehr oben zu tun haben und immer neue Einheiten bauen müssen und weiter Dungeon ausbauen. Keine Ahnung, wir werden es erleben, würde ich mal so sagen. Aber ist ja eigentlich genau das. In der nächsten Folge. Ja, aber das ist ja genau das, was man ja im Koop, man braucht. Einer ist oben, einer unten. Das ist ja super, super Koop-Spiel. Ja, wenn das alleine machen muss, ist es noch komplizierter. Das ist ein bisschen Hektik, glaube ich. Ja, das ist ziemlich. Weil du musst ja da oben laufen, kämpfen und unten noch bauen und basteln und beschützen. Ja, das sehen wir nächstes Mal, genau. Richtig. Bis dahin. Tschüss.